Morgen, Leute. Ein neuer Tag ist angebrochen. Es ist nass, kalt, aber ohne Umschweife geht es jetzt direkt ins Fitnessstudio. Es geht aber nicht in irgendein Fitnessstudio. Nein, es geht zu meinem guten Kumpel Sascha Mikotsch. Der hat nämlich sein eigenes Studio und in dem werde ich heute ein bisschen trainieren. Einmal in der Woche besuche ich ihn so in der Regel. Ja, ein bisschen Abwechslung, das muss halt auch mal sein. Immer nur McFit, das ja, kann auf die Dauer irgendwie ein bisschen ätzend sein. Jeder, der mal ja, irgendwie ein anderes Fitnessstudio besucht oder so etwas, der weiß ganz genau, wie viel neue Motivation das einem geben kann. Ganz ehrlich, das Wetter aktuell ist echt komisch, also hier in meiner Region auf jeden Fall. Eben gerade hat es ein bisschen geschneit, dann hat es angefangen zu regnen, jetzt hat es aufgehört und die Sonne kommt ein bisschen raus. Dafür ist es ziemlich windig, also sehr, sehr unbeständig das Wetter. So, ich hole mir jetzt noch mal einen kleinen Energy Drink, damit ich auch voll dabei bin, wenn es gleich losgeht mit dem Training. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein oder so etwas, aber ab und an mal so ein Energy Drink, ja, das kann man sich schon mal gönnen. Besonders dann, wenn man so wie ich Kaffee gar nicht mag und dennoch irgendwie wach werden möchte, dann kann man ab und an mal so ein Ding hier trinken. Sascha, treibst du dich denn hier hinten rum? Pünktlich wie immer. Ja. Raffi hat gesagt, 10.30 Uhr bin ich spätestens da. Ja, ich bin zu Fuß gegangen. Ich wollte so ein bisschen frische Luft genießen und so ja, etwas, weißt du? Bei uns, ich komme ja, jetzt müsste ich es erklären, ne? Ich komme ja ein Dorf weiter von hier, eine große Stadt weiter von hier, da ist voll Schnee. Und hier ist nichts. Echt? Ja. Also in der Stadt war nichts. Also irgendwann hat es ein bisschen geschneit, dann hat es geregnet, dann war alles weg und dann Wind, ein bisschen Sonne. Aber das liegt an diesem mediterranen Klima hier in Kassel. Ja, ist sehr, sehr mediterran. Ja. Dafür ist Nordhessen bekannt, ne? Das mediterrane Klima. Los geht's mit dem Workout und ich konnte auch den guten Sascha überreden, heute ein bisschen was zu machen. Ne? Armtraining steht an. Ja, ich muss mich ein bisschen bewegen. Also ich bin so die letzten Tage ein bisschen eingerostet irgendwie, nicht mehr so richtig in Schwung gekommen. Deswegen bin ich ganz froh, dass der Rafa heute hier reinspaziert ist, weil jetzt bin ich auch so ein bisschen gezwungen, ein bisschen was zu machen. Ein bisschen Bizeps. Klassisch, denke ich mal, im Wechsel einmal eine Übung für den Bizeps, dann für den Trizeps, dann wieder für den Bizeps, damit der Muskel immer sich so ein bisschen erholen kann und für die nächste Übung einfach wieder ein bisschen mehr Power da ist. Armtraining dauert nicht lange, weil im Grunde muss man für den Bizeps 3 Übungen machen und für den Trizeps 3 Übungen und das ist ratzfatz durch. Also das ist nix. Kann man theoretisch auch, wenn man irgendwie zweimal am Tag trainieren gehen möchte oder so etwas, nochmal am Abend irgendwie durchführen oder so etwas. Könnte man machen. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Ne? Genug gelabert. Ne? Ein bisschen Motivation, Junge! Jetzt guckt mal, wie ich Curls mache. Und guckt mal, wie der Rafa gleich Curls. Und dann frage ich euch, was die besseren Curls haben. So, Rafiki, curl mal schwer jetzt. Ist euch schwer? Ja, mach mal schwer. Da muss ich ja ein bisschen was draufpacken im Gegensatz zu dir, ne? Ja, der Rafa hat halt mehr Power in den Arm. Das ist wirklich so. Also schaut mal, wie der Rafa die Curls macht. Hat schon dicke Arme, ne? So, jetzt erzähl doch den Leuten mal, weil der Unterschied bei uns beiden ist ja, dass du sehr nach hinten gelehnt bist, ne? Und ich eigentlich mehr so nach vorne gebeugt sind. Erzähl mal den Leuten, warum du nach hinten gelehnt bist. Also in erster Linie ist das natürlich so eine Ergonomie-Sache. Ne? Jeder nimmt irgendwie im Training eine gewisse Position ein, die für seinen Körper am sich besten anfühlt, sage ich mal. Der eine führt Bankdrücken so aus, der andere führt so aus. Und dann kommt ja auch immer wieder jemand dazu, ja okay, die Technik muss aber so sein. Ich bin der Meinung, okay, Technik auf eine gewisse Art und Weise beachten, aber man sollte sich nicht zu irgendwas zwingen, zu was der Körper eventuell gar nicht fähig ist. Speziell jetzt hier bei den Curls. Ich lehne mich ein bisschen nach hinten, weil ich dann mehr Stabilität aufbauen kann, gefühlt. Und ich habe einen größeren
Radius der Arme, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe mehr Dehnung drin, genau. Ich komme einfach besser nach hinten mit den Armen und habe einfach einen viel größeren Range of Motion Bereich. Ne? Und dadurch setze ich halt fokussierter, isolierter einen Reiz im Bizeps. Nach den Bizeps Curls und den Trizeps Pushdowns am Seil machen wir jetzt ein bisschen Kurzhantel Curls, Hammer Curls mit Drehung, ohne Drehung. Und wir dippen dazu noch hier auf zwei Bänken. Das ist eigentlich immer ganz gut, um nochmal richtig gut Blut in den Trizeps zu pumpen und ja, einen guten Reiz zu setzen, oder? Hast du lange nicht mehr gemacht, ne? Ich habe die Übung fast vergessen. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe die Übung nie im Kopf gehabt, so ewig nicht mehr gemacht. Ganz früh haben wir die immer gemacht. Ganz, ganz früh. Ganz, ganz, ganz früh. Ganz, ganz früh. Nee, aber eigentlich eine gute Übung. Hast du recht eigentlich. Ja, ne? Aber irgendwie habe ich sie vergessen. Deswegen werden wir jetzt mal anfangen, erstmal ohne Gewicht. Mal gucken, wie ich da irgendwie so ein gescheites Gefühl reinkriege. Unterschied zu normalen Dips, man ist hier wesentlich mehr im Trizeps drin. Bei normalen Dips auf so einer Dipbahn ist natürlich der ganze Schultergürtel, Oberkörper, man presst sich so rein. Ne? Und hier hat man wirklich isolierter den Trizeps drin. Nach den Dips gleich die Bizeps Curls mit Kurzhanteln hinterher. Sascha macht jetzt hier mit Drehung, ohne Drehung. Ich mag halt lieber Übung, wo ich die Hand richtig eindrehe nach außen, weil ich da auch so ein bisschen Probleme mit habe. Wir haben es gerade schon mal, wo die Kamera nicht lief, haben wir uns kurz drüber unterhalten. Also manche kennen das vielleicht von euch. Ich habe immer Probleme, gerade umso mehr Pump ich drin habe, zum Beispiel kurz mit der Langhantel, meine Hände so richtig einzudrehen. Ja, dass ich richtig den Druck auch hier innen drin drauf habe. Und der Raff hat eben mit Reverse Pushdowns gemacht. Nennt man das so? Ja. Wo du so packst für den Trizeps. Und ich kann die gar nicht festhalten, weil meine Arme sich immer so wegdrehen. Und deswegen versuche ich halt mit Kurzhandel immer versuchen, die Drehung richtig reinzukriegen, damit ich in den Bizeps reinkomme, was ich halt bei mir mit Langhandel-Curls nicht so richtig schaffe. So, Rafinho ist dran. Ich bin nicht rausgekommen. Rafa klemmt die Hand. Also ich hätte jetzt fast gesagt, der hat einfach kein Power mehr, die Hantel da rauszunehmen. Cool. Rafa ist platt. Rafa ist definitiv platt. Oh. Deine Hantel ist kaputt, Junge. So ein paar Millionen Bizeps-Curls machen, ne? In einer Minute mit Lichtgeschwindigkeit. Da schmilzt das Eisen, da schmilzt das Eisen. Sascha, was denn jetzt? Wollt ihr 45er haben? Oh, geht ja wie nix hier. Oh, das war knapp. War schwer. War schwer? Ach echt? Ja. Oh, okay. Diesen Pump. Ich bin stolz auf dich, hast du gut gemacht. Den kriegst du jetzt auch. Was? Oh, 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 oh. Geht das oder nicht? Ich habe ein zu schmales Becken. Okay. Alter! Was ist passiert? Wie war es bei dir? Ah. Also, wir haben festgestellt, dass der Rafa zu ein kleines Glied hat, um die Hantel zu halten. Alter! Was passiert, ne? Was passiert? Also man kann nicht nachmachen. Ja, wer Muskeln haben will, der muss auch mal ein bisschen leiden. Ich muss ihn so runterrollen sehen, ne? Hier so, oh fuck. Ja. Es gibt einen Schienbeinbruch. Doppelter Schien- und Wadenbeinbruch. Herzlich willkommen zu den Fitness-Experimenten. Hier seht ihr zwei bescheuerte Typen, die komisches Zeug mit Kurzhanteln und anderen Trainingsgeräten machen. Nee, Spaß beiseite. Ja, probieren wir das jetzt mal aus, ne? Mehr als ein Beinbruch kann ich ja nicht davon tragen, von daher
Ja, so schon viel besser. Oh, drückt zwar ein bisschen auf meinen Sack, aber... Aber sieht gut aus. Alter. Oh. Aber lass mal durchplumpsen und mach mal weiter. Oh. Ist ja wie eine Geburt, ey. Alter. Alter. Aber sah gut aus. Also merkt euch bei der, bei den Trizep-Dips, wenn ihr einen Trainingspartner, ihr braucht keinen Trainingspartner, ihr braucht eine Hebamme eigentlich. Zum Ende hin machen wir jetzt noch mal ein bisschen was an Maschinen, um einfach noch mal die Muskeln anständig zu isolieren. Da gehen wir hier an die Trizepsmaschine und hier drüben machen wir dann noch mal Curls. Kommt sein Eierbizep wieder raus hier. Fette Kugel. Ach, schön. Ich mag die Maschine. Das ist eine schöne Maschine. Bei mir ist komisch. Ich mag die manchmal, habe ich voll ein gutes Gefühl. Und manchmal freue ich mich dann beim nächsten Training auf die Maschine, fange an. Und dann fühlt es sich voll scheiße an. Also nicht scheiße, aber ich komme, kriege dieses Gefühl nicht rein. Und dann werde ich so aggressiv, so sauer irgendwie, und dann muss ich mir eine andere Übung suchen. Viel davon abhängig, was du vorher trainiert hast. Ne? Es kommt ja auf die Übungskombination drauf an, ne? Welche Übungen du in deinem Workout hast und in welcher Reihenfolge du sie durchführst. Wenn du mit Bankdrücken anfängst und danach die Butterfly machst, richtig geilen Pump in der Brust hast, ne? Wenn du es aber andersrum machst, du erst mit den Butterflies anfängst und dann Bankdrücken, dass du gar nicht so den Pump hast und der Muskel sich schon komplett schlaff und ausgelaugt. Also die Kombination der Übungen, die Reihenfolge, das ist mega entscheidend. Also das ist das, was ich gelernt habe über die Jahre jetzt. Ne? Leute, guck mal hier, bei Sascha im Studio gibt es Kuchen. Das ist doch was. Das ist doch eine Strategie. Er mästet erst seine Mitglieder und danach muss er sie fit machen. Also können sie ihm nicht weglaufen und sie bleiben hier am Trainieren. Nicht blöd, der Kerl, nicht blöd. Workout ist durch, hat eine Menge Spaß gemacht. Wir haben auch nicht viele Übungen gemacht, 6 Stück an der Zahl, aber wir hatten einen guten Pump und haben auch ein bisschen uns ausgetobt, würde ich fast sagen. Ne? Ob das jetzt so gut war, sei mal dahingestellt. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein bisschen auch ein Brennen an meinem linken Unterschenkel. Ich fand's voll lustig irgendwie. Ja, jetzt lache ich auch drüber, ne? Aber als mir dann die Hantel da die Beine runtergerollt ist, habe ich gedacht, okay, scheiße, was passiert als nächstes? Aber ja, steckt man halt nicht drin, ne? Immer mit ein bisschen Vorausahnung zu trainieren, das ist halt echt wichtig. Für mich geht's jetzt nach Hause. Ich werde jetzt zu Hause mir noch mal was Leckeres zubereiten. Bei dir gibt es ja hier schon Kuchen. Ich muss auch zugeben, ich habe heute noch nichts anderes gegessen, außer Kuchen. Ja, ist nicht schlimm. Also Kuchen, super Energiequelle. Ja. Ne? Also man kann aus allem etwas Positives ziehen. Ne? Ob eine Hantel irgendwie die Beine runterrollt, ob Kuchen, man kann aus allem irgendwie was Positives. Ja. Energiequelle, ne? Die Beine sind jetzt rasiert. Ne? Abgehärtet. Also für mich geht das nach Hause. Sascha, nächste Woche wieder? Ja, machen wir. Ne, dann machen wir vielleicht ein bisschen Weine oder so etwas. Mhm. Falls ihr aus der Gegend kommt, besucht den Sascha in seinem Studio. Kann ich nur empfehlen. Super Atmosphäre, super korrekte Leute hier und ein sehr, sehr netter Fitnessstudio-Besitzer hier. Und Kuchen. Und Kuchen gibt's auch. Ja. Und schon wieder bin ich daheim und jetzt muss ich mir was Proteinreiches zubereiten. Und das will ich euch zeigen, denn es ist mega einfach, geht sauschnell und ist äußerst proteinreich. Und eigentlich meiner Meinung nach das Beste, was man sich auf die Schnelle nach dem Training machen kann. Ein Proteinshake nach dem Training ist natürlich eine super Sache, aber es geht auch anders und meiner Meinung nach besser. Nämlich hiermit Körniger Frischkäse, ist super geil, auch bekannt als Hüttenkäse. Dieser hat hier auf 100 Gramm um die 12,7 Gramm Eiweiß. In der Packung sind 200 Gramm enthalten, dementsprechend kommt man auf um die 25 Gramm Eiweiß. Dann haben wir hier noch
Garnelen 100 Gramm haben um die 14 Gramm Eiweiß. Dementsprechend haben die beiden Produkte zusammen fast schon 40 Gramm Eiweiß, was wirklich eine sehr, sehr gute Portion an Proteinen ist. Weiter geht es mit Paprika. Rote Paprika ist sehr, sehr Vitamin C reich. Vitamin C stärkt unser Immunsystem, aber nicht nur das, es hilft uns auch beim Abnehmen. Also wenn ihr euren Körper mit Vitamin C versorgen sollt, greift nicht zu einem Apfel, greift nicht zu einer Kiwi, zu einer Zitrone, zu einer Orange, greift zu roter Paprika, kann ich euch nur empfehlen. Dann kommt noch hier Lauchzwiebeln dazu, Frühlingszwiebeln, um dem Ganzen einen Eigengeschmack zu verleihen und das etwas ja, schärfer zu machen. Dann darf natürlich Salz und Pfeffer nicht fehlen, um das Ganze etwas zu würzen. Und ein Schuss Olivenöl, um ja, den Omega-3-Haushalt etwas aufzustocken. Die ganzen Zutaten kommen jetzt hier in die Schüssel, wird alles miteinander vermengt und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Dazu kann man noch ein Brötchen essen oder aber eine Scheibe Brot und dann hat man auch schon sein perfektes Post-Workout-Meal, was einen mit Energie und vor allem auch mit wichtigen Proteinen versorgt. Keine 5 Minuten hat es gedauert und fertig ist das Zeug. In der Portion hier sind jetzt um die 300 bis 350 Kalorien, 40 Gramm Eiweiß und ich denke, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Mahlzeit, die man sich schnell zubereiten kann, auch als Snack für zwischendurch, um einfach seinen Körper mit ja, ein paar Kalorien und vor allem mit sehr, sehr vielen Proteinen zu versorgen. Ich würde sagen, das war's. Ich lasse mir das jetzt schmecken, denn mein Magen macht echt schon komische Geräusche und ich sollte jetzt schnellstmöglich was essen. Falls ihr Fragen habt zu dem Training, was wir durchgezogen haben oder zu sonst irgendeinem Fitness-Thema, schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten lasst mir auch super gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat oder aber sogar ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann folgt mir auch auf meinen ganzen anderen Social-Media-Seiten, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Instagram und Facebook wären da angebracht. Das war's, bis zum nächsten Mal. Haut rein!